Über das Meerforellenangeln in Norwegen habe ich ja schon einige Videos gemacht. Ich würde mich zwar nicht als absoluten Experten in dieser Disziplin bezeichnen, aber ich habe inzwischen einige Erfahrungen gewonnen und dadurch kann ich mir erlauben, Rückschlüsse zu ziehen, wie das Meerforellenangeln hier am besten funktioniert. So fange ich die meisten Meerforellen mit Stickbaits, allen voran mit dem Needlestick. Gerne auch mit verschiedenen Spinnern und Spirulino. Mit klassischen Ostsee-Meerforellenködern, allen voran Meereswobbler wie Spöket oder der Blinker Tobi, hatte ich hier in Norwegen keinen Erfolg. Dennoch suche ich nach alternativen und womöglich fängigeren Ködern. Warum? Wegen der Wurfweite. Deshalb möchte ich mal Inline-Blinker versuchen. Da ich nicht viel Geld für Tests ausgeben möchte, habe ich mir in einem der bekanntesten norwegischen Online-Shops diese günstigen Köder bestellt. Übrigens, Skitfiske ist das Äquivalent zu dem merkwürdigen deutschen Spruch Petri Heil. Man wünscht dem norwegischen Angler also wortwörtlich schmutziges oder auch scheiß Angeln, dann kann es hier nur besser werden. Kinetic ist zwar ohnehin eine skandinavische Billigmarke, aber nur 19 Kronen, umgerechnet 1,70, das ist wirklich extrem billig. Aber was taugt so ein Köder? Darum geht es in diesem Video. Ja, und da ist die Lieferung auch schon eingetroffen. Was heißt schon, in Norwegen dauert die Post extrem lange inlands. 7 Tage habe ich darauf gewartet. Alle 4 Köder sind richtig gekommen. Und was ich auch dazu sagen muss, das war ein Sonderangebot. Ursprünglich sollte der tatsächlich 69 Kronen kosten, aber für den Preis kann man die wohl nehmen. Schauen wir uns die erstmal an. Gar nicht schlecht, 27 Gramm, 21 Gramm sind ausgestattet mit Plastikkügelchen, kleinem Solidring und eben dem Drilling. Der Drilling bei der Firma Kinetic ist meistens der allergünstigste. Das heißt, den sollte man auf jeden Fall austauschen. Die Farbe Pink, das ist so mein Ding. Da möchte ich behaupten, dass das eben die Farbe ist für Meerforelle. Irgendwas Pinkes sollte der Köder haben. Die rote Farbe, sagt man immer, ist was eben für Lachse. Kupfer fischt ein Kumpel von mir in der Ostsee ziemlich viel, deswegen habe ich mir den bestellt. Machen wir den mal zuerst auf. Muss man aufpassen, dass man nicht gleich hier alles verliert. Also verbraucherfreundlich ist das jetzt nicht gerade. Kann man schon Pflaster bereitlegen für die ganzen Heftzwecken, die einem gleich irgendwo drin stecken. Das Material soll wohl Zinn sein, also eine Zinnlegierung. Und das ist auch für Kinetic hier typisch. Hier sieht man schon ein bisschen Farbe abgeplatzt. Also gut lackiert sind die Köder von Kinetic in den seltensten Fällen. Man merkt es schon beim Auspacken, dass es eben kein Savage Gear oder ähnlich hochwertige Marke ist, sondern eben Lowline. Aber sieht doch sehr interessant aus hier. Sehr viel Rillen da drin. Ich bin mal gespannt, was das ausmacht. Wiegt 27 Gramm, also recht schwer. Könnte auch ein leichteres Material sein. Hier ist der gefürchtete Drilling. Das ist halt so ein Süßwasserdrilling. Billigster Art. Und dann halt ein paar Perlen. Und sogar 2 solche Splitrings. Made in China, auch das. Das Auge, das weiß ich jetzt schon, das wird nicht lange halten. Die sind einfach nur aufgeklebt. Das heißt, hier werde ich auf jeden Fall ein bisschen Epoxid drüber machen müssen. Sonst habe ich es verloren. So, der Inline-Blinker ist fertig montiert. Wie gehabt, die Schnur da durch. Und ich habe einen 38er Fluorocarbon verwendet. Etwas dicker, weil ich eben Angst habe, dass mir eben die Schnur durchscheuern könnte bei der Drehung, beim Werfen. Dazu auch hier diese Stopperkugel natürlich, die den Knoten ein bisschen schützt hinten. Da habe ich einen Solid Ring und einen Split Ring montiert und dazu einen VMC Drilling, Meeresdrilling. Etwas kleiner, denn kleiner ist vor allem für Meerforelle effektiver, jedenfalls was die Hook-Up-Rate betrifft. Dann gehen wir mal ins Wasser. Naja, muss schon recht schnell geführt werden. Das steht fest. Aber die Wurfweite ist so, wie ich es erwartet habe, nämlich nichts fliegt weiter als ein Innenblinker. Wie man sieht, hat er eine etwas andere Aktion als die meisten Innenblinker. Er dreht sich weniger um sich selbst, sondern flattert mehr beim Sinken. Ja, also nach 20 Minuten habe ich 2 Nachläufer gehabt. Allerdings recht kleine, so 30, 35 cm Meerforellen. Die kamen bis zu den Füßen hinterher, aber beißen wollen sie nicht. Ist halt ein bisschen schwer, der Köder, finde ich. Also ein bisschen
die Masse ist ein bisschen hoch, fliegt extrem weit, Wahnsinn, aber vielleicht für Meerforellen jetzt in der Jahreszeit, wo das Wasser noch so kalt ist, nicht das Richtige, wo man den halt sehr schnell führen muss. Deswegen wechsle ich mal auf diesen hier, der ist etwas breiter und ich denke, der könnte das Richtige sein. So, dieser kleine Kerl nennt sich Smölfen. Habe ich auch eine pinke Perle montiert. Und ich glaube, dass das Auge nicht allzu lange hält, weil das habe ich vergessen festzukleben. Glücklicherweise habe ich noch Ersatzaugen, weil ja, der Angler will zumindest immer Augen sehen. Ich glaube nicht, dass der Fisch da wirklich drauf achtet. Die üblichen Macken halt, die halt solche günstigen Köder haben von Genetik. Aber das weiß der Fisch nicht. Und daher gucken wir mal, was der Fisch dazu sagt. Weil das ist der entscheidende Faktor. Drive-by casting. Fliegt auch eine Meile, dieses Ding. Wohl nur 21 Gramm schwer, also 6 Gramm leichter. Ja, da habe ich tatsächlich schon Bisse gehabt. Schwieriger Tag heute, beziehungsweise schwierige Stunde. Ich bin jetzt gerade mal eine Stunde unterwegs. Gestern war es halt sehr regenreich und sehr fangreich. Und ich habe festgestellt, dass offenbar so viel Nahrung auch in diesen Fjord gekommen ist für die Meerforellen, dass sie teilweise nicht mehr die Regenwürmer, die ersoffen sind, überhaupt aufgekloppt haben. Das heißt, ich habe welche am Ufer gefunden. So vollgestopft müssen die sein. Zum Abschluss des Tests nochmal diesen Möhnslim. Der hat Nachläufer gebracht und der Smölfen hat eben ein paar Bisse und ein paar Drillaussteiger gebracht, warum auch immer. Ausgerechnet mit diesem System, der es ja eigentlich dazu gedacht ist, Drillaussteiger zu vermeiden, Drillaussteiger inline. Oh, da war einer. Kein großen, wahrscheinlich nehme ich einen Pollack. Ach du liebe Zeit, ein ganz kleiner. Ja, kein Tang Dorsch, sondern ein Tang Pollack. Der sieht dann so aus. Schöne Färbung, wirklich. Der geht natürlich zurück ins Wasser. Und ob noch ein dickerer beißt. Oder vielleicht eben eine Meerforelle. Auch nur was Kleines. Sehr kleines, sehr weit draußen unter der Oberfläche. Was mag das sein? Eigenartig. Ach, schon wieder. Ach, ein kleiner Seelachs. Also schön, um ein... Dahinter scheint eine Seelachsbank zu sein. Statt Meerforellen sind da Seelachse. Die stellen sich echt blöde hier hin. Da kommt er schon. Meine Güte, ja, das ist halt oft nervig in Norwegen. Statt Zielfisch kriegst du dann Fische, die du gar nicht haben willst. So, da ist der Köder. Ich habe mir das jetzt mal gerade angeschaut und genau wie ich vermutet habe, das Vorfach ist aufgeraut. Gibt hier so ein paar Stellen, da hat sich richtig die Schnur geschält. Also das ist natürlich nicht so schön, dass man halt offenbar nach anderthalb Stunden angeln das Vorfach auf jeden Fall austauschen muss, weil es eben
aufgeraut ist. Hier sieht man es auch, glaube ich, recht deutlich. Mich würde interessieren, ob diejenigen von euch, die teurere Inline-Blinker haben, auch dieses Problem mit aufgerauten Vorfächern haben. Schreibt das bitte in die Kommentare. An diesem Spot habe ich schon alles mit meinem Needle-Stick im Nahbereich bis etwa 50 Meter abgefischt. Keine Reaktion. Weiter raus geht es nur noch mit Inline-Blinker. Das hier ist ein Kartenausschnitt von dem Angelspot, wo ich stehe. Und da vermessen wir das Ganze doch mal. Hier ungefähr ist meine Position. Und dorthin, ja, zwei Drittel, vielleicht sogar drei Viertel der Distanz zum anderen Ufer werfe ich. Also über 80 Meter. Der Biss muss hier demnach auf über 70 Metern erfolgt sein. Eine echte Distanzwaffe, so ein Inline-Blinker. Jedenfalls ist bis hierhin klar, Blinker, Spinner, Wobbler, Needlestick, kein anderer Köder hätte hier den Fisch gebracht, außer der Inline-Blinker. Und das ausgerechnet mit dem billigsten Ladenhütermodell. 19 Kronen, umgerechnet 1,63 Euro. Aber man sieht auch hier, die Köderdesigner wissen in diesem Fall, worauf es ankommt. Pink. Über so eine Strecke und Drillzeit eine Meerforelle aber auch zu landen, das ist noch ein anderes Thema. Aber auch dafür ist ja genau dieser Inline-Blinker auch gedacht. Bevor sich einige jetzt in den Kommentaren künstlich echauffieren, ich habe diese Meerforelle während einer Einkaufsfahrt in einer entfernten Stadt gefangen, daher keine Handschuhe, billiger Kescher und Ablegen auf Stein. Und bei einem möglichen Fang war die Entnahme auch geplant. Kartoffeln und Kräuter waren schon gekauft, fehlte nur noch die Meerforelle to go.